Als nächstes kommen wir zu einer Übung, die sowohl die Beine kräftigt, als auch den Rückenstrecker, das heißt unseren längsten Muskel im Rücken, stabilisiert. Dazu gehen wir ungefähr ein bisschen breiter als beckenbreit. Füße sind leicht nach außen gekehrt, Becken angespannt und wir nehmen die Arme nach oben und setzen uns ab. Rücken sollte dabei gerade sein, nicht ins Hohlkreuz neigen. Dafür spannen wir den Bauch an und setzen uns langsam nach unten ab und richten uns wieder auf. Knie gehen dabei nicht über die Fußspitzen. Und noch 4, 3, 2, 1 und lösen.